100 Jahre ist es her, da fuhren sie aufs Meer. Wohin es ging, war ungewiss, den Sternen hinterher. Ihr Schiff, es wurde jede Sturm, ihr Ziel war unbekannt. Aber stach in wenigen See auf ins neue Land. Christopher Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christopher Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Die Angst kommt mit bei Tag und Nacht, 12 Meter hohe Gischt. Hunger, Durst und Not und Leid und noch kein Land im See. Doch eines Tages rief der Mann im Mast zum Kapitän. Hört, ich hab an Steuerbord ein neues Land gesehen. Christopher Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christopher Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Ein neues Land sein kann. Ich habe es eben gehört. Der König und die Königin von Spanien haben euren Plan wohlwollend aufgenommen. Eure Reise nach Westen kann Wirklichkeit werden. Endlich, ja. Die erste Klippe ist umschifft. Die Majestäten haben meinen Plan einer Gelehrtenkommission zur eingehenden Prüfung vorgelegt. Stimmt sie zu, ist mir die Unterstützung ihrer Majestäten so gut wie sicher. Außerdem hat man mich und nur mich allein als Urheber für diesen Plan anerkannt. Nun, trinken wir auf den Erfolg eurer Sache und auf einen baldigen Aufbruch. Nun ist alles gut, Christoph. Gemach, noch ist nichts entschieden. Aber... Da ist immer noch die Gelehrtenkommission. Aber du weißt, dass die Königin deinen Plan fördert, meinst du nicht? Sie wird ihren Einfluss für dich geltend machen? Ich hoffe es, ja. Doch die Kommission besteht aus Gelehrten der verschiedensten Wissensgebiete. Nicht alle befürworten meinen Plan. Wenn eine Reihe von ihnen dagegen stimmt, müsste man ihn ablehnen. Aber sie werden ihn gutheißen. Ja. Ja, sie müssen ihn gutheißen. Ich würde es nicht ertragen, ein zweites Mal abgewiesen zu werden. Sorgt euch nicht. Die Enttäuschungen, die ihr in Portugal erlebt habt, werden sich hier in Spanien nicht wiederholen. Nun, viel hängt vom Krieg ab. Solange nicht alle Mauren von spanischem Boden vertrieben sind, hat das Königspaar andere Dinge im Kopf als meine Person und mein Anliegen. Wann werden dir die Majestäten die nächste Audienz gewähren? Weißt du, das ist schwer zu sagen. Der königliche Hof zieht immer noch von Ort zu Ort, um in der Nähe seiner Truppen zu sein. Sollte man mich also rufen, muss ich wohl dahin, wo sich der Hof gerade aufhält. Und sehr wahrscheinlich werden dort einige harte Fragen der Kommission auf mich warten. Also verlässt du uns wieder? Nun, erst wenn man mich vorlädt, aber ja, dann muss es wohl sein. Doch dieses Mal, so sagte mir der königliche Hauptschatzmeister, würden mir alle meine Auslagen erstattet werden, weil ich im Auftrag der Krone reise. Ich werde sehr traurig sein ohne dich, Christoph. Beatrice. Oh. Wo immer ich hingehe, in meinem Herzen bist du bei mir. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Auch ich werde dich vermissen. Aber stell dir vor, wenn ich vor den Majestäten stehe, gekleidet mit dem imposanten Rock, den du mir gemacht hast, werde ich sein wie ein Ritter in glänzender Rüstung, die du mir mit liebender Hand geschmiedet. Dann werde ich unbesiegbar sein. Meine Liebste. Christoph, ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Nur frei heraus. Wenn ihr eure Reise unternehmt, würdet ihr mir erlauben, dass ich euch in diese unbekannten Welten begleite? Was? Aber Diego, ihr? Nur einmal im Leben möchte ich teilhaben an einem richtigen Abenteuer, möchte ich wirklich große Dinge vollbringen. Das werdet ihr. Ihr werdet an meiner Seite sein. Auf das Abenteuer. Januar im Jahre des Herrn 1478. Liebste Beatrice, trotz des harten Winters bin ich sicher in Salamanca und im dortigen Dominikanerkloster San Esteban angelangt. Heute soll ich vor der Gelehrtenkommission und vor den königlichen Hoheiten erscheinen. Columbus, meine Segenswünsche sind mit euch. Euer Plan hat meine volle Unterstützung und ich bin sicher, die Kommission wird seinen Wert bald ebenfalls erkannt haben. Ich danke euch, Pater Deza. Im Wissen, eure Unterstützung zu haben, bin ich zuversichtlich. Ich warte schon so lange auf diesen Tag.
Ich danke euch für eure Freundlichkeit und eure Gebete. Königlichen Majestäten heiße ich euch in Salamanca willkommen. Heute wird unsere Kommission Kapitän Christoph Kolumbus über seinen Vorschlag, einen westlichen Seeweg nach Indien zu suchen, befragen. Wir werden seine wissenschaftlichen als auch seine religiösen Aspekte prüfen. Und Senor Kolumbus' Antworten werden uns Grundlage sein für weitere Überlegungen zu seinem Plan. Eure Majestäten. Ein zweites Mal vor Königin Isabella und dem großen König Ferdinand stehen zu dürfen, bedeutet für mich eine Ehre ohnegleichen. Diese Reise in neue, unbekannte Welten, die ich machen will, hat vor mir noch niemand vorgeschlagen. Und durch sie kann ich einen neuen Handelsweg nach Indien aufbauen. Einen Handelsweg von unschätzbarem Wert für die spanische Krone. Edle Herren, vor vielen Stunden hat uns das Königspaar verlassen, damit wir die Vor- und Nachteile meines Plans erörtern. Seitdem habe ich hier Beweis auf Beweis vorgelegt. Dass mein Plan plausibel ist, dass es, wenn die Erde rund ist, und da sind wir uns ja einig, eine westliche Route nach Indien geben muss. Und dass das Land, das diese Route zuerst entdeckt, die führende Nation der Welt sein wird. Ich biete Spanien nicht weniger als die Vorherrschaft über den gewinnbringendsten Seehandelsweg, der je entdeckt wurde, und erfahre von dieser Kommission nichts als Ablehnung. Ich weiß, dass meine Berechnungen korrekt sind und wenn überhaupt höchstens geringe Fehlertoleranzen aufweisen. Einen Plan von solcher Tragweite abzulehnen, wäre geradezu ein Frevel. Wenn mir die Kommission diese Reise nach Westen versagt und damit Spanien versagt, seine Grenzen gewinnbringend zu erweitern, dann wird sich diese Kommission spanischer Gelehrter zum Gespött der gesamten zivilisierten Welt machen, meine Herren. Aber Pater Talavera, diese Zahlen, er ist ein Fantast. Bitte zügelt euer Temperament. Wir schätzen eure Meinung als Mathematiker durchaus, doch ihr müsst ihm erlauben, zu antworten. Aber das ist keine Frage persönlicher Meinung. Pater Deser, wenn ihr ihn nicht es unterstützen würdet, es ist an uns, das zu entscheiden. Nun, dann antwortet Kapitän Kolumbus. Erklärt uns eure Zahlen. Das habe ich bereits. Und diese Zahlen basieren auf meinen praktischen Erfahrungen. Ihr seid im Kapitän Kolumbus. Ihr behauptet hier, berichtigt mich, dass euch eine Reise nach Westen ans andere Ende der Welt nach Indien bringt. Ja, so ist es, Senor. Und doch lehrt uns der heilige Augustinus, dass wir uns am anderen Ende der Welt nicht aufhalten können. Wir würden von der Hitze der Sonne bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Nichts kann dort überleben. Was habt ihr zu erwidern? Die Lehren des großen und heiligen Augustinus sind mir durchaus bekannt. Aber ich weiß auch sehr wohl, was ich mit diesen meinen eigenen Augen gesehen habe. Ich bin in den tropischen Gewässern Afrikas gesegelt und südlich des Äquators. Dort leben viele Menschen. Die Bäume tragen reiche Frucht. Ich kann daraus nur schließen, dass es am anderen Ende der Welt keinesfalls so heiß ist, dass Leben dort nicht existieren könnte. Ihr seid in der Tat äußerst anmaßend, Senor. Was? Hohe Mitglieder der Kommission, ihr habt soeben mit eigenen Ohren gehört, dass dieser Mann ohne Zögern bereit ist, selbst die Lehren des heiligen Augustinus in Zweifel zu ziehen, um sein höchst fragwürdiges Ziel zu erreichen. Wenn ihr das tut, Kolumbus, seid ihr da nicht ein Ketzer? Dieser Mann ist gefährlich. Er weiß, dass die Kirche hier in Spanien jeden Menschen grausam bestraft, der es wagt, ihre eigene Interpretation der Bibel in Frage zu stellen. Vom Klerus eingesetzte Inquisitoren klagen jeden, den sie als Feind betrachten, der Ketzerei an. Und viele, oft völlig unschuldige Menschen, hat ein grausames Schicksal ereilt. Nein, Senor, ich bin kein Ketzer. Ich bin Franziskaner und ein frommer Katholik, so fromm wie jedermann hier. Ich berichte hier nur, was meine Gefährten und ich gesehen haben. Ihr vergesst, was ich vorhin bereits erwähnte. Der für mich wichtigste Grund dieser Reise ist, den verblendeten Heiden den wahren Glauben zu bringen. Viele Völker auf dem Erdenrund leben im Dunkel des Heidentums. Gott, der Herr, hat mir aufgetragen, diesen Unwissenden sein Wort zu bringen. Wenn das euer Streben ist, preiset den Herrn. Kapitän Kolumbus, eure religiösen Motive, obgleich bewundernswert, stehen hier und heute nicht zur Debatte. Wir wollen Beweise, dass eure Reise durchführbar ist. Ich als Geograf habe ebenfalls meine großen Zweifel. Ich glaube, ihr habt die fragliche Entfernung erheblich unterschätzt. Ihr könntet euer Ziel niemals in nur 40 Tagen erreichen, wie ihr vorgibt.
Selbst wenn das Flammeninferno des heiligen Augustinus auf der anderen Seite der Welt nicht existiert, es bleibt dabei. Wo wollt ihr etwa all die Vorräte unterbringen? Ich kann Vorräte für ein Jahr mitführen. Doch ich weiß, meine Berechnungen sind so exakt, dass ich sie nicht brauchen werde. Edle Herren, ich weiß, ihr hegt Zweifel, aber ich hoffe, ihr habt inzwischen erkannt, dass mein Plan das Risiko wert ist. Ich bin nicht dieser Meinung, die Zahlen fehlen. Ebenso wie die Karten, die Pläne. Das ganze Vorhaben ist einfach absurd. Lacht, wenn ihr wollt, doch Spanien wird teuer bezahlen müssen für eure Unentschlossenheit. Selbstverständlich habt ihr eure Zweifel, doch sind eure Zweifel so stark, dass ihr deswegen die Zukunft eures Landes aufs Spiel setzen würdet? Meine Herren, welche Zweifel wir auch haben, wir können weder Kapitän Kolumbus Mut noch sein seemännisches Können in Frage stellen. Nur große Männer wagen es, sich dem Unbekannten zu stellen. Und Christoph Kolumbus ist einer dieser großen Männer. Wir haben die Macht, ihn zu beauftragen, zur Ehre und zum Ruhme Gottes für Spanien zu segeln. Ich glaube, die Geschichte wird uns verurteilen, wenn wir ihn ablehnen. Liebste Beatrice, mein Plan stößt weiterhin auf große Ablehnung bei manchen Mitgliedern der Kommission. Doch mit Hilfe derer, die mich unterstützen, sind sie vielleicht doch noch umzustimmen. Dem Himmel sei Dank für Männer mit Weitblick wie Pater Dessa. Die Flamme der Hoffnung brennt immer noch hell. Ihr ehrt mich mit eurem Interesse, Hoheit. Doch warum habt ihr so dringend nach mir schicken lassen? Es hat in Portugal eine unerwartete Entwicklung gegeben, die unsere ganzen Hoffnungen zunichte machen könnte. Der König hat einem Adligen Erlaubnis erteilt, auf dem Westweg nach Asien zu segeln, einem gewissen Dulmo. Was? Don Pedro Dulmo? Ja, offensichtlich ist er bereits von Lissabon aus in See gestochen. Welche Schmach! Wie konnte man mir das antun? Der königliche Hof in Portugal hat mich wieder und wieder abgelehnt. Dabei bin ich der weitaus kundigere Seemann. Dulmo zahlt die Expedition aus eigener Tasche, was es dem König natürlich leicht machte, seine Zustimmung zu geben. Also gab mir König Johann seine Zustimmung nur aus finanziellen Gründen nicht. Das heißt, er glaubte die ganze Zeit an meinen Plan. Ja, so hat es jedenfalls den Anschein. Dulmo, er war mein größter Rivale an der Akademie. Er hat mein Vorhaben verhöhnt und jetzt hat er es zu dem Seinen gemacht. Dulmo will mir meinen Ruhm stehlen. Er wird nicht gewinnen. Ich werde meine Reise auf den Weg bringen und vor ihm ans Ziel gelangen. Kolumbus, ihr wisst, das ist unmöglich, aber verzweifelt nicht. Wie ihr sagt, ihr seid ein weitaus besserer Seemann als er. Ohne euer seemännisches Können und eure detaillierten Karten bin ich überzeugt, dass sein Versuch fehlschlägt. Ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben. Und so, Bartolomeo, bitte ich dich, mich, sobald es dir irgend möglich ist, von Dulmos Fortschritten zu unterrichten. Ich muss wohl kaum betonen, dass, sollte Dulmo vor mir Indien erreichen, meine ganzen Hoffnungen zerschlagen wären. Mit Ungeduld erwarte ich deine Zeilen, dein dich liebender Bruder Christoph. Es ist ruhig heute Nacht, zu ruhig. Angegriffen. Sie ist verletzt. Was? Ist sie schwer verletzt? Sie wird es überleben, Majestät, doch der Feind greift zu verzweifelten Mitteln. Zum Wohl. Zum Wohl. Christoph, machst du dir Sorgen? Nein, ich habe nur meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Es ist alles gut, Liebste. Du bist wieder zu Hause und doch bist du weit fort. Christoph, es gibt neue Nachrichten. Es heißt, Malaga wird sich bald ergeben. Endlich. Wenn Malaga gefallen ist, ist der Krieg zu Ende. Dann kannst du auf deine Entdeckungsreise gehen. Ja, das stimmt. Wenn die Mauren besiegt sind, wird es nicht mehr lange dauern. Hä?
Lieber Bartolomeo, gute Nachrichten. Malaga ist gefallen, in Granada werden die Mauren weiterhin belagert. Das Land erholt sich. Doch ich bin weiter im Ungewissen und habe mein Lachen verloren. Kommt Dulmo mir zuvor? Hier, Christoph, etwas zu trinken. Danke dir. Oh, Christoph, willst du noch immer die Welt ausschließen? Du brauchst Sonne, frische Luft. Ist Posta ein Brief von Bartolomeo aus Lissabon? Leider nicht, Christoph. Eine Botschaft für Kapitän Columbus! Geld für die Reise und ein Brief von der Königin, ich soll nach Malaga kommen. Gott sei's gedankt. Ich bete, dass Sie meinem Plan zustimmen werden. Das tun Sie bestimmt. Sie müssen, mein Freund. Ihr werdet bald segeln. Ich hoffe es. Ach, Christoph, wie wunderbar. Ich freue mich so für dich, mein Liebster. Ja, ich freue mich ebenso. Ich reise morgen früh ab. Und diesmal wird sich mir niemand in den Weg stellen. Nein. Wir lassen uns doch nicht von einem Don Pedro Dulmo übertrumpfen. Decke, Wasser, Proviant. Bitte, alles, was ihr braucht. Also? Lebt wohl und danke, Diego, mein Freund. Viel Glück, Christoph. Christoph, darf ich dich ein Stück Wegs begleiten? Nun denn, du solltest lieber wieder zurückgehen, Beatrice. Sonst schaffst du es nicht mehr, bevor es dunkel wird. Oh, wie ich dich vermissen werde, Liebste. Ich werde jede Minute, jede Stunde, an jedem Tag an dich denken. Liebster, ich bete, dass du mit guten Nachrichten nach Hause kommst. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Möge der liebe Gott dich beschützen. Ich bin sicher, die Königin wird deinem Plan zustimmen. Mit dir in meinem Herzen, wie kann ich da verlieren? Eure Majestäten, erlaubt mir, dass ich euch zu eurem grandiosen Sieg beglückwünschen darf und ergebens zu danken, dass ihr die königliche Kommission zur Bekanntgabe ihres Urteilsspruchs einberufen habt. Zu einer Zeit, da ihr euch mit der Belagerung von Granada und so vielen wichtigen Regierungsgeschäften befassen müsst. Eure Geduld wurde auf eine lange Probe gestellt, Columbus. Ihr sollt nicht länger warten müssen. Pater? Eure Majestäten? Kapitän Columbus, die Gelehrtenkommission hat euren Plan auf das Gewissenhafteste geprüft und ist nun bereit, ihr Urteil bekannt zu geben. Da euer Vorhaben Fragen moralischer, religiöser und wissenschaftlicher Natur aufwirft, resultierten daraus hitzige Diskussionen. Letztlich waren wir nicht davon überzeugt, dass eure Expedition Erfolg haben wird. Obgleich wir nicht an euren Fähigkeiten, eurem Glauben und eurem Mut zweifeln, mangelt es euch, wie wir meinen, an den schlüssigen Beweisen, die zur jetzigen Zeit eine Unterstützung des Plans rechtfertigen würden. Allmächtiger. Euer Plan soll durch unsere Ablehnung keinesfalls herabgewürdigt werden. Sein Ausmaß und seine Kühnheit verdienen unsere Bewunderung. Doch wir meinen, die Risiken, die er in sich birgt, sind zu groß. Eure Majestäten? Das muss eine große Enttäuschung für euch sein, Kapitän Columbus. Doch verzagt nicht. Derzeit setzen wir all unsere Mittel im Krieg gegen die Mauren ein. Wir müssen Granada erobern, koste es, was es wolle. Selbst wenn die Kommission zugestimmt hätte, wäre es uns unmöglich gewesen, in nächster Zeit Mittel für eure Expedition zur Verfügung zu stellen. Doch, Kapitän Columbus, wenn sich die Zeiten ändern und dieser Krieg gewonnen ist, gedenke ich mich persönlich erneut mit eurem Fall zu befassen. Und bis dahin bitte ich euch, lasst nicht alle Hoffnung fahren, fasst Mut, denn mit unserer und Gottes Hilfe könnte dieser euer Traum doch noch Wirklichkeit werden. Ich danke Eure Majestät für die tröstenden Worte.
Nach 10 langen Jahren des Wartens ist diese Entscheidung schmerzvoll. Wenn Eure Majestät sagt, ich soll die Hoffnung nicht aufgeben, gehorche ich. Wenn der Krieg vorüber ist, kann meine Reise Spanien großen Gewinn einbringen. Also, wenn ihr mir befehlt zu warten, dann werde ich warten, Eure Majestät. Ich warte und hoffe. Und ich bete, dass, wenn es in eurer Macht steht, ihr mich widerruft, doch diesmal um zu segeln, zum Ruhme Spaniens. Sobald dieser Tag gekommen ist, ich verspreche's euch, werden wir euch rufen und uns erneut darüber unterhalten. Kolumbus, hier seid ihr. Ich musste euch aufsuchen. Ich wollte sicher sein, dass ihr meintet, was ihr sagtet, als ihr der Königin versichert habt, dass ihr nicht aufgeben würdet. Ihr seid so weit gekommen, ihr dürft jetzt nicht aufgeben. Keine Sorge, Pater Dessa, ich stehe zu meinem Wort. Diese Reise ist mein Lebenswerk geworden. Trotz aller Enttäuschungen und Rückschläge werde ich es zu einem glorreichen Ende führen. Ich weiß, dass ich Erfolg haben werde. Ich bin sicher, Pater. Das ist der rechte Geist. Der Glaube versetzt Berge. Christoph! Christoph! Wach auf! Es ist wichtig, Christoph! Eben ist ein Brief angekommen. Dieser Brief ist eben aus Lissabon angekommen. Er ist von deinem Bruder. Das ist der Brief, den du erwartet hast. Oh. Hier. Beatrice, Dulmos Reise ist fehlgeschlagen. Oh. Die Schiffe gerieten in einen schrecklichen Sturm. Oh nein. Er wurde das Opfer seiner Ignoranz und seiner Unfähigkeit.